Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. So, es steht hier schon alles bereit für die Aluminiumproduktion. Es gibt noch immer Kleinigkeiten, die wir machen müssen. Und zwar brauchen wir hier mal einen Splitter. Beziehungsweise machen wir hier den mal. So. Auch noch gar nicht, was sie tun sollen eigentlich. Wir machen das Ganze natürlich wieder wie immer über die Busmethode. Gut, die wissen schon, was sie tun. Wie viel braucht sie dafür? 22,5, okay, ist nicht zu viel. Falschbaut. Oh, ja. Das wäre cool, wenn man einfach sagen könnte, so, ja, einfach den Splitter drehen, so wie er da ist. Aber nein, muss alles neu bauen. Wahnsinn, wie viel Zeit man damit vergeudet einfach. Ne? Einfach nur mit ganzen Scheiß immer wieder aufs Neue zu bauen. Wie irgendeinen unnötigen Fuck. So, zwei hier. Das. 2x4 wäre 8. Das heißt, das brauchen wir sowieso schon. Egal, MK2 hier. Und MK2 weiter. Na, das machen wir nachher. Erstmal erstmal den Splitter. Kein Beton mehr, ist ja großartig. So, okay, was brauchen wir? Wie viel brauchen wir hier? Wir haben 22,5, wenn ich mich nicht täusche. Wenn man da etwas sehen könnte, ne? Aber das lassen sie nicht zu. Sagen wir 22,5 einfach. Wird schon stimmen. 22,5 mal 18, 180. Dann machen wir MK3. Warum? Warum liefert der hier keine Kohle? Ich glaube, wir müssen da mal mitfahren. Ich fürchte, wir müssen da mal mitfahren. Aber wir können ja hier vorgehen schon mal. Schauen wir mal, ob wir schnell genug sind. Oder ob er uns einholt. Jetzt will er sich gleich auf den Weg machen. Da kommt er schon. Geschafft. Komm her! Toro!
irgendwie das Gefühl, dass wahrscheinlich dort der Strom ausgefallen ist, nachdem er die hier, glaube ich, über ihr eigenes Netz gehen. Die sind ja hier nicht verbunden. Oder? Na, wobei, können wir ja schauen. Die Schienen verbinden ja die Bahnhöfe mit Strom. Das heißt, man kann die einfach als Überlandleitungen verwenden. Normale Kohle ist noch auf jeden Fall da. Ah ja. Tatsächlich. Das Förderband hier ist leer. Warum ist hier das Förderband leer? Was ist hier passiert? Zu spät. Gab's eine Spitze. Aber das heißt eben, dass die hier nicht verbunden sind, offensichtlich. Spider hier. Da gehört auch ein Hypertube rauf. Das heißt, der Bahnhof hier ist noch nicht mit unserem Heimnetz verbunden. Was natürlich sein sollte. So, womit warst du verbunden? Mit dem hier. So, damit sollte das jetzt passen. Damit sollten wir Strom genug haben. Und damit haben wir zwei weitere Generatoren, die uns versorgen. Nämlich die hier. Das heißt, den Overhead, der aber praktisch ja eh kaum noch vorhanden war, scheinbar, sonst wäre hier der Strom nicht ausgefallen, den haben wir jetzt hier dazu. Interessant, dass wir hier einen kleinen Knick drinnen haben. Warum das dann? Wo kommt das denn her? Man, die rennen hier beide. Wie gibt's das denn? Ist irgendwo irgendwas ausgefallen? Und das scheint so ein Generator zu sein irgendwie. Na klar, da gibt es ja Generatoren, die auf die Kohle hier angewiesen sind. Ne? Die werden jetzt nach und nach ausfallen. Das heißt, wir müssen mit dem Zug hier noch ein bisschen warten, bis die verdichtete Kohle hier nachkommt. Zumindest ein bisschen. Die hier wieder aufgeladen wird. Komm schon, zah an. Okay, ich würde mal vorschlagen, wir fahren einfach wieder zurück, bis das da ankommt. Wird noch ein bisschen dauern. Einfach losfahren. Beim nächsten Mal wird es dann einiges geben. Bis dahin wird hoffentlich kein Strom ausfallen. Wäre blöd. Das heißt, wir sollten noch vorsichtig sein, bevor wir das ganze Zeug da bei uns in Betrieb nehmen. Weil das wird eine ziemliche Stromspitze geben. Hey, da ist jede Menge Eisen. Das sind drei Eisennodes. So, Dankeschön. Wir müssen hier raus. Wir nehmen hier die. Wie heißt's? Wie nennt man das? Zwischen der Zugumleitung. Schienenersatzverkehr nennt man das.
Ah, jetzt sieht man auch da unten K für die Map. Tju. So. Hey, da ist er ja schon. Ging ja doch ganz schön schnell mit dem Aufladen, ne? Oder hat er gar nichts aufgeladen, weil der Container eh voll ist. Das könnte natürlich durchaus sein. So, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall Quarz holen von hier. Splitter. So, die haben gesagt, wir brauchen auch 180 und die brauchen ja auch einige. Das heißt, wir nehmen zur Sicherheit gleich mal den Kollegen hier. Was war das da? MK3. Ach nee. Hallo. Danke. Dann gerade ausgeladen, es kommt hier nichts nach. So, und wir haben gesagt, wir brauchen auf jeden Fall MK3 auch. Gehen gleich mal hier drüber. Jetzt holen wir uns vielleicht mal wieder Beton. So, das reicht hoffentlich. Blöd. Wir können hier nämlich nicht mehr verlängern. Sogar fast gerade. So. Das hätten wir. So, und so, und so. Gehen wir hier hin. Keine Eisenstangen mehr, ich glaub's nicht. Irgendwas ist immer, oder? Da kommt der Zug schon wieder.
So. Gut. Quarz haben wir schon mal hier. Dann können wir nämlich schon mal beginnen, Kieselsäure zu produzieren. Kieselsäureproduktion geht sich hier genau aus. Also sind wir genau da, wo wir hingehören. Bleibt nichts übrig. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Irgendwas fehlt uns dauernd. Dauernd können wir hin und her rennen wegen irgendeiner kleinen Scheiße. Wir brauchen dringend eine Hypertube ins Lager oder so. Brauchen nicht immer hin und her rennen. Auf geht's. Produktion der Kieselsäure beginnt. Schritt 1 abgeschlossen. Anzuschließen. Das ist blöd natürlich. Wobei wir können das hier nach vorziehen. Das ist hier gerade. Nö, leicht schief. Ah, die hängen natürlich auch schon am Strom. Da fehlt nur noch das Kupfererz dafür. Oh. Ja, das sind ja auch 4.
So. Das hätten wir auch. Diese Säure rennt. Die sind hier anzuschließen, okay. Okay. Alles einsatzbereit. Gut, das heißt, im nächsten Part, wir müssen noch ein bisschen was weiter bauen. Wir haben hier zum Beispiel noch den Wasseraustritt, müssen wir hier nach hinten bringen wieder. Das machen wir vielleicht. Warte mal, geht das? Nee, das fehlt ja leider noch. Wäre natürlich cool, wenn man so in der Durchführung auch durch den Boden machen könnte, aber das geht leider nicht. Das heißt, wir müssen irgendwo noch das Wasser, was von hier rauskommt, und hier da nach hinten bekommen, nach hinten bringen, nach hinten zusammenfassen irgendwie. Das ist da interessant. Schauen wir mal, kann man das so machen. Genügend Freiraum wird, dann muss das hier weg. Kein Problem. Gut, die Verbindung darüber muss ja nicht sein. Gut, Freunde, wie gesagt, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.